Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Wir haben es geschafft, den Patch für dieses Spiel runterzuladen. Das hat nur ein bisschen gedauert. Ja, Krieg, Schmieg, sage ich immer. Was ist hier denn los? Zu viele Transporter. Wir sind hier in Crown Falls. Wir können aber auch das Spannende in Afrika machen. Nee, können wir nicht, weil dafür brauchen wir mehr Leute. Ach ja. Das haben wir aber noch nicht gesehen. Das wissen wir ja schon, wie das alles aussieht. Hier ist ja öde. Ja, aber dafür brauchen wir ein paar Leute, damit das hier vernünftig weitergeht. Manchmal hier gleich so was hier. Auf einer ihrer Routen gibt es ein kleines Problem. Ja, der hat nicht nur Hopfen. Das ist kein Problem, das ist ein Plan. So, also eigentlich geht es jetzt darum, hier möglichst schnell möglichst viel aufzuziehen. Ich habe die Raubmöwe. Gottheit gefällt, uns auf den Thron zu heben, sollte es euch auch gefallen. Das ist typisch Elisabeth. So, wir haben jetzt hier ein Dorf. Jetzt brauchen wir noch eine Kirche. Na, ja, komm. Dann können wir eigentlich auch schon... Ja! Aufstieg nicht möglich. Ort ist bereits belegt. Okay, ich glaube, wir gehen mal so lange nochmal irgendwo anders hin. Wir lassen quasi unsere Siedlung Mühe-Kundrei-Platz erstmal ein bisschen Mühe-Kundrei-Platz sein. Ja, finde ich gut, wenn wir woanders hingehen. Mir fiel dabei gerade ein, dass wir das mal umbenennen sollten. Mühe-Kundrei. Ja, Mühe-Kundrei ist es diesmal. Wir müssen ja auch was anderes machen als beim letzten Mal. Jetzt kriege ich jetzt wieder das Ort ist bereits belegt. So, seid ihr eigentlich glücklich? Kleidung fehlt euch. Kriegt ihr gleich, aber erstmal brauchen wir mehr Leute. Ich finde das gut, dass ich relativ viele Holzfäller hier gebaut habe. Ort bereit belegt. Was ist hier eigentlich? Was haben wir hier gebaut? Polizeiwache. Ah, wenn ich auch gerade daran erinnert, wie die Schiffe da im Hafen immer geparkt haben. Wie sie so quer da in den Hafen eingefahren sind. So. Aber schön. Dann starten wir jetzt mal mit Kleidung vielleicht. Mit der größten Ost-West-Achse. Konnte man hier auch, aber für ein Silo brauchten wir Getreide, ne? Wollen wir direkt mit Silo loslegen? Wir haben eh kein Getreide, das bringt also nichts. Wir tun mal so, als würden wir das machen wollen, wir nutzen das jetzt einfach mal nicht, aber wir planen schon mal ein, dass wir die mitbelegen, verstehst du? Ja. Wie so eine Pizza. Warte mal, jetzt muss ich aber einmal nochmal checken, wenn ich das so mache, geht das dann überhaupt? Ich glaube nämlich nicht, ne? Nee, das ist ja schon mal scheiße. Ja, gut, macht nichts. Faunaugen. Ja, aber welch seltene Schmetterlingsart. Darf ich mir das mal näher ansehen? Was ist Klempen? Nein. Wo ist denn Klempen? Ja, scheißegal. Ja, das ist eine. Dieses Fleckchen Erde überlassen hast. Das ist aber eine nette Frau, ne? Das machen wir so. Man fragt uns zuerst, bevor man irgendwas macht. Bevor ein Kommentar geschrieben wird, ja? Dann schreibt man eine Anfrage an gonreal@tonline.de. Nee, mach das mal nicht. Schreibt mal ein paar Kommentare, Leute. Das ist ein bisschen eingeschlafen hier. Lohnenswert. Wie sehr Sie lassen. Dann haben wir keine Dinge dazu, um eine Zerstören-Aufgabe zu vollenden. Wie groß ist das? Passt da? Da passt auch wieder eins zwischen. Ist immer schön, wenn man das einfach so machen kann. Deshalb ist das auch wichtig, dass wir das... Ja, damit ich den Platz da einplane. Da kommen die Silos zwischen. Alles geplant. Weil du kennst mich. Immer think big, ja? Wir wären dann so weit. Ja! Klar. Oh. Blausen Sie stattdessen lieber ein paar Affen. Da. Na gut. Nee, halt mal Cap Trelawney frei hier. Der hat niemand gefragt. Stopp. Wir haben auf einmal ganz schön viel Holz. Ich komme nicht mit dem Baum hinterher. Vielleicht, weil du auf Stufe 3 spielst? Ja, aber wir wollten ja viel Holz. Du wolltest viel Holz. Ja, jetzt machen wir Gebäude, damit wir noch mehr Holz haben. Ja, exakt. Hier haben wir nicht genug Stein für, aber ich plane schon mal ein paar vorweg. Wir haben doch noch gar kein Steingebäude hier, oder? Ja, wir haben auch noch nur die erste Bevölkerungsstufe.
Ja, aber wir können doch das Steingebäude schon bauen. Ja, aber dann muss ich wieder finden, wo ich das mache. Wo ging das denn hier nochmal hier? Da. 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 Es ist ja alles meilenweit weg. Ja. Aber was schon mal ein Fortschritt ist mit dem neuen Anno DLC, die Flussbauplätze sind zurück. Ja, ist echt schade. Das ist schon mal ein riesiger Fortschritt. So, jetzt haben wir gleich schon kein Holz mehr vor lauter Brücken. Das ist doch gut. Das passt doch. Ich würde mir so vorstellen, Leier, dass wir den Weg nochmal neu bauen werden, aber nicht jetzt. Aber irgendwann kommen auch wieder die große Zugverbindung da. Schnaps braucht relativ weite Felder, ne? Wo bauen wir das denn am besten an? Also Schnaps haben wir immer hätten wir so besser Wurst eigentlich gemacht, hier gemacht. Naja, macht jetzt nichts. Ich würde das fast in dieser Ost-West-Verbindung einmal schon mal machen. Wir können ja hier noch, also wir haben ja genug Platz für die Siedlung, oder? Theoretisch ja. Ich würde hier diese Achse nehmen wollen. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir richtig gehypt waren, was die Luftschiffe machen und dann haben die Luftschiffe genau gar nichts gemacht? Ja. Nein! Ja, nee. Das ist so nicht richtig. Nein! Nein! Atomkraft, nein, nein. Das ist so ein bisschen schade in den neuen Anus, dass du diese Felder, die brauchen so viel Fläche. War das 1:1, ja, ne? Ich glaube ja. Und jetzt kommen wir nicht mit der Ich aber realistisch, Mama. So. Einfach nervig ist er. Lagerhaus und Feuerwache, wenn ich mich hier so recht umgucke. Falls der wieder explodiert. So, das soll ja wohl erstmal jetzt hier reichen. Wir haben zu wenig Leute. Ja. Wir haben zu wenig Holz. Ja, aber das ist gut, erstmal Arbeitsplätze bauen und dann die Bevölkerung einziehen lassen. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dann, wie weit gehen wir denn hier wohl erstmal rüber, bevor wir hier das Ganze spiegeln? Also ich würde hier jetzt quasi diesen Block lassen für irgendwas anderes. Vielleicht könnte man hier nochmal einmal kurz gucken, wenn man hier Häuser bauen würde. Ich will die hier gar nicht haben, ich will nur eben vermessen. Andere Leute nehmen da so Lasermessgeräte, der Nährgerüste stellt da einfach mal kurz ein Fertighaus hin. Ich würde mal sagen, wir lassen das so hier den Platz. Ja, die können ja da auch ruhig stehen bleiben. Ich will da einfach nur messen. Eigentlich ging es mir darum zu messen. Nicht zu mästen, das mache ich gleich. Erstmal messen wir. Ja, aber gut, dass du alles ausgewählt hast, das hat jetzt richtig viel gebracht. Mach erst die Bauern, weil wir haben noch zu wenig Bauern. Da bringt es jetzt nichts, schon Leute aufsteigen zu lassen. Für alles, was ich hier fände. Alter, wie oft willst du denn noch was machen? Brauchen wir die? Was geht mit der Bananas? Was ist das? Mag die uns eigentlich? Wir haben eine Allianz mit der. Scheißegal. Aber ich glaube, die nervt dann die ganze Zeit, weil sie die Insel nicht hat. Jawohl, Alter. Allah. Alter, jetzt wird gebüllert. Nee, das wird's dieses Jahr ja nicht, Zyrok. Ich sag dir aber eins, ja, unsere Rettungskräfte werden mehr zu tun haben, als es zu Silvester sonst eh schon. Ja, deshalb wollen sie auch nicht, dass geböllert wird. Ja, aber dadurch, dass sie ihn verbieten zu böllern, wird noch mehr geböllert. Das sag ich dir. Nee, das glaube ich nicht. Die Waffenruhe wurde beendet. Zumal es ja nur die Restbestände kannst du ja noch sowieso nur machen. Kannst ja kein neues mehr kaufen. Ja, das heißt, die Regierung schickt gerade unsere Feuerwerkshersteller, sowas wie Weco oder so, in die Insolvenz. Ja, das ist korrekt. Nee, gut, eigentlich schicken wir das ganze Land gerade in Insolvenz, wenn wir so sehen. Also. Wie der Scholz macht das Portemonnaie auf und cool ist. Warum sind wir jetzt eigentlich hier politisch geworden, Sarah? Ich weiß Anno. Nicht. Wir hatten, ja, eben, deswegen. Du hast hier angefangen mit Böllern. Ja. Was brauchen wir denn dafür?
20 Holz und 20 von den anderen Viechern hier. Wir haben schon wieder zu wenig Arbeiter. Ja, ich weiß. Haben wir überhaupt noch sich der Scholz auch dazu, immer. Was? Na gut, haben wir überhaupt noch genug Fisch, um das zu supporten? Ja, ich habe vier Fischer gebaut. Ja, kennst mich doch. Und wenn das nicht mehr reicht, baue ich fünf weitere. Ich weiß gar nicht, ob es schlau ist, hier noch so eine Siedlung zu haben. Also so ein Minidorf hier. Ja, das wird dann die ersten, die aufsteigen zu Aristokraten. Warte mal, also wenn wir jetzt richtig spiegeln würden, wäre das ja hier und dann müssten wir hier auch schon wieder Häuser bauen. Aber dann haben wir ja, echt wenig Fläche. Halt, aber wir könnten hier noch die Fläche weitermachen, bevor. Also ich würde das jetzt nochmal spiegeln und dann können da wieder der nächste Markt hin, oder? Ja, das ist halt Commercial-Bereich da in der Mitte. Das wollte ich nicht. Das ist halt Commercial. Da? Also ich würde jetzt hier nochmal quasi vier Häuser. Wir vermessen wieder ein bisschen. Das finde ich übrigens ein bisschen schade in Anno, dass das meistens in so einem absolut hässlichen Kastenbaustil abläuft. Ja, aber das ist halt bei Planstädten so. Ich fände das viel schöner, wenn man, ich weiß, so Kreisverkehr oder so was. Ja, aber dann ist es keine Planstadt. Das aber Lüger Kundreich 2 ist definitiv eine Planstadt. Moment, der kreisliche Plus war ja wohl absolut geplant. Genauso wie das Rad. So, jetzt gucken wir mal einmal, ob das falsch gebaut ist, weil ich glaube fast ja. Nee, passt aber. Er wollte ja nur messen. Ja, ich mache hier gerade mit den Wegen. Was wollt ihr denn von mir? Das Gefühl, das ist keine Police. Machst du das für mich? Sie, was soll ich denn machen? Ist es getan? Ja. Fertig. Fertig. Oh! In Enbenisa. Sollen wir mal wieder bei Enbenisa vorbeischauen? Der hat mir eine Ziege geschenkt. Du mich auch. Der will jetzt bestimmt. Der wird jetzt bestimmt Landeschef von so einem. Ne? Ich baue erstmal hier ein paar mehr Hirten. Gibt's bestimmt noch mehr Hirtenkäse. Das sind offiziell die Schwatten. Fehlende Ware. Was fehlt uns denn? Trockenfleisch. Natürlich. Ja. Da brauchen wir eine Sangha-Farm und eine Saline. Aber eigentlich müssten wir hier diese Entscheidung halt treffen. Und da haben wir noch nicht so viel. Wir bräuchten 10.000 der Gesamtbevölkerung. Ja, dann trefft die halt noch nicht. Also ich möchte nicht offen gestanden, meine Städte sind mikroskopisch klein. Ja, das finde ich eigentlich doof. Möchte ich da ganz unten. Ja, also 100, nee, 1 Million, das machen wir nicht. Da kommen wir gar nicht weiter. Also male ich Gesichter und Masken. Aber 30.000 ist halt auch schon viel, ne? Zeige sie meiner Schwester. Also 10 müssen wir auf jeden Fall schaffen, bevor wir weitermachen. Ja. Deshalb gehen wir da auch schon wieder direkt hin. So, und wir erfüllen euch hier direkt das Bedürfnis nach West. Wo machen wir das? Hier. Hier wird gewurstet. West! Und Dings dann auch wahrscheinlich direkt. Geseift. Ja, das ist die Wurstinsel. Guck mal, da rennen die Bisons davon. Ja, die wissen genau, was auf sie zukommt. Machen wir erstmal hier quasi eine Bastion für Lagerhäuser. Das spieß passt gleich wieder nicht, so ein Scheiß. Du spielst übrigens wieder auf Stufe 3. Ja, macht ja nichts. Nur so nebenbei. Merke ich daran, dass die Bisons hier komplett Schlaganfall haben. Warte, wir bauen hier auch schon wieder mal. Komm. Aber das passt doch gut hier. Ja, das ist. Wunderschön. So. Das heißt, wir können das quasi jetzt einfach nochmal spiegeln. Wunderschön. 1, 2, 3. Habe ich das jetzt so gebaut? Nee, wie habe ich das denn gebaut? Und wir haben hier erstmal 2 daneben. Das ist dann doch nicht richtig, oder? Nee, da ist wieder 1 falsch hier. Gut, dass man das alles wieder verschieben kann. Das ist nur halt hier voll. Das ist, also hier fehlt halt jetzt was. Du wärst ein guter. Da kannst du ja Statuen hinstellen und so Scheiß. Das ist so Pappeln wir, und so. Wir machen das tatsächlich so, dass wir den hier hinsetzen. Aber dann passt hier nur ein Dings hin, ne? Ist ja auch doof.
Das kann nicht sein, dass bei dir Anno spielen sogar in Tetris. Ja, natürlich, wir müssen unseren Platz nutzen. Ja, aber das hilft dann ja nicht, das ist ja dann doof. Also wir müssten dann ja theoretisch hier so ein Ding bauen und hier so ein Ding. Genau. So, ich reiß die aber mal ab, sonst sagen die gleich fehlende Waren oder so bestimmt. Kann ich das überhaupt einzeln abreißen? Ja, reiß doch mal ab. Ich weiß nicht, ob ich denn das Ganze abreiße. Nee. Nee. Hallo. Das funktioniert ja spitze. Ja, Wolligen. Aber die Frage ist, ob wir jetzt hier noch schlau... Ach, du willst das Loch dazu machen? Ja. Nein. Also hier wäre ein Sonnending. Wir gucken. Wir probieren. Es ist unfassbar. Das reicht, nicht. Aber das Loch ist zu. Ja, aber das reicht halt nicht. Und jetzt kann ich hier nicht mal vernünftig gerade bauen, so ein Scheiß. Ja, komm, scheiß drauf. Wie viel brauchen wir denn? 4 wahrscheinlich, ne? Mach mal, können wir ja dann... Was? Das passt auch nicht. Ich glaube, manchmal will man mich auch ärgern hier. Jetzt haben wir keine Arbeit mehr. Er macht nichts, dann machen wir halt neue. Ich habe kein Holz mehr. Ja, macht nichts, dann stellen wir halt wieder auf 3. Vielleicht hätten wir halt doch einfach unsere alte Siedlung weiter nutzen sollen. Dann hätten wir das Problem mit den 30.000 da irgendwie nicht gehabt. Ja. Aber die Frage ist das denn jetzt sinnvoll, dass wir hier schon sagen, okay, wir bauen hier jetzt nochmal die Kirche hin, also oder sollen wir noch ein Feld weiter quasi das haben? Weil so sind die halt schon extrem nah aneinander, oder? Wie lange geht die Kirche denn? Ja, so halt. Das würde dann hier hinspiegeln. Das ist, glaube ich, zu viel noch. Ich würde hier nochmal einfach 4 Häuser anbringen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Warum fragt er uns nicht? Weil der nicht so nett ist wie die Dame. Oh, nee. Nee. Ich glaube, so ist besser. Moment. Diplomatie. Träge. Die haben wir doch noch. Die haben wir doch noch. Ich dachte, die Waffenbude wurde beendet. Ja, aber das steht doch da, wenn wir noch 25 Minuten haben. Ja, gut. Ja, aber nichts gesagt, ne? Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt. Alter, keine einzige Kleidung. Ich habe doch 75 Kleidungsdinger gebaut. Ja, aber die meinen auch nicht hier, sondern auf Hochort. Ja, Hochort interessiert auch keinen. Richtige Abschreckung. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber wir machen das jetzt einfach so. Und dann, wir müssen das jetzt schon zu Ende spiegeln, Leute. Wichtig. Und ein Kreisverkehr für Zarok. Oh ja. So, ich bin gespannt, ob wir hier den Rest unterkriegen. Ja, bestimmt. Wir haben jetzt relativ viel frei hier. Okay. Jetzt zur Not können wir ja die Mittelstraßen dann noch wegnehmen. Ja, die Frage ist halt, was da alles noch rein muss. Das habe ich ja gar keine Ahnung. Eine Schmuggelaufgabe. Was sollen wir denn schmuggeln? Haben wir denn irgendwas hier, ein Schiff? Ja, ich schmuggel mal. Ich vertraue dir. Schleichen Sie an den Patrouillen vorbei.
Da unten hin. Das Schlimme ist, wir machen jetzt, werden die Folge, das heißt, beim nächsten Mal habe ich schon wieder alles vergessen, weil dann sind wir schon wieder in einer neuen Aufnahmestation. Das ist nur eine Folge heute, die wir hier leider aufnehmen können. Ja, aber das ist ja gut, weil da ist ja so eine Liste, was du machen musst. Wegen des blöden Patches, der runtergeladen werden musste. Aber ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir werden es hinbekommen, auf Myokun 3.2 es zu schaffen. Wer hat es denn eigentlich? Genug Leute zu bekommen und dann können wir endlich in Afrika weitermachen. Das ist ja unser langfristiges Ziel. Währenddessen dudelt uns hier noch die Musik ins Ohr. Vielleicht auch nicht, weil manchmal muss ich die noch rausschneiden. Musste ich letztens auch schon wieder aus einer Folge. Aus der letzten, um genau zu sein. Hier oben rechts könnt ihr die Folge klicken. Unten ist alles von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.